Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Craft-Update. Heute zeige ich euch wieder, was ich alles so aus Papier gebastelt habe. Ich war bei Alexandra wieder zu Bastelabenden. Ich war am Workshop-Tag und da möchte ich euch noch ein paar Werke zeigen, die wir gemacht haben in den letzten Monaten. Ist jetzt schon mal wieder ein bisschen was her, also kann ich euch wieder ein bisschen was zeigen. Am Ende vom Video zeige ich euch nochmal, was ich selber gebastelt habe, aufgrund der Inspiration, die ich mir bei Alex im Bastelabend geholt habe oder auch aufgrund von Inspirationen von Pinterest, weil ich bin einfach nicht der Kartenbastler, der so aus dem Kopf hinkriegt, also bis jetzt jedenfalls noch nicht. Aber deswegen stört euch nicht daran, wenn ich mich da inspirieren lasse. Es sind auch meine Karten, meine Werke. Ich verschenke sie nur. Also solange es nicht kommerziell ist, finde ich es auch rein in Ordnung, sich daran zu inspirieren. Ja. So, und ich möchte es heute euch zeigen, was wir alles so gebastelt haben. Und da ist eine Menge zusammengekommen. Ich möchte mich aufgrund verschiedener Dinge auch nochmal bei euch entschuldigen, dass in letzter Zeit keine Videos so regelmäßig kamen. Es hat verschiedene Gründe gehabt. Einmal gesundheitlich war ich die letzten Monate auch hin und wieder mal angeschlagen. Dann, ja, habe ich sehr, sehr viel zu tun, sehr viel Arbeit und da kommt einiges zusammen, wenn man doch ja, freiberufstätig ist und wenn man noch nebenbei trotzdem noch arbeitet. Wenn ihr möchtet, da nochmal ein größeres Update, was in den letzten Monaten, Wochen so mit mir los war, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich das ja euch im Groben auch nochmal abfilmen, vielleicht, wenn es euch interessiert. Aber ich finde es jetzt auch nicht so wichtig. Ja, ich hatte einfach zu tun. Und es gibt einfach Momente im Leben, da möchte man sich nicht vor die Kamera setzen, da fühlt man sich unwohl in seiner Haut und ja, findet sich nicht hübsch und so weiter. Ihr kennt das sicher. Also ja, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Ich möchte euch unbedingt zeigen, was wir gebastelt haben. Ich möchte jetzt wieder reinkommen in das Videoding. Ich habe so Lust, Videos zu machen und ja, möchte jetzt wieder anfangen, euch wirklich produktive und schöne Dinge zu zeigen, viel DIYs und ich weiß, ich habe mir viel versprochen und Fimo-Videos und daran möchte ich mich jetzt echt halten und möchte wirklich eine ganze Menge abfilmen, wenn ich frei habe. Und ja, wir fangen heute an mit dem Craft-Update, weil es für mich als einfachstes ist. Ich bin nämlich noch ein bisschen erkältet und angeschlagen, also entschuldigt bitte, wenn meine Stimme auch hin und wieder mal ein bisschen wegkommt. Das ist nicht mit Absicht und deswegen dachte ich, es ist ein guter Einstieg, ein Craft-Update zu drehen. Ihr könnt mir ja sagen, sonst unter diesem Video, was ihr euch sonst noch für Videos wünschen würdet. Es gibt ja jetzt ganz viel, ja, sommerliche Sachen, DIYs, Back to School. Vielleicht habt ihr da irgendwie Anregungen, Ideen, was ich so machen könnte. Ich habe natürlich ganz viele auf der Liste, aber vielleicht gibt es etwas, was ihr jetzt gerade aktuell unbedingt sehen möchtet. Dann schreibt mir das unten rein. Ja, so sieht's aus. Das ist eine Sache, die wir im Workshop gebastelt haben und die möchte ich euch als allererstes zeigen. Das war im März. Da war ich zum Workshop am Samstag bei Alexandra und es war ein super, super schöner Tag. Wir haben dieses Rezepte-Ringbuch gebastelt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, so ein Ringbuch zu erstellen. Ich hatte vorher noch überhaupt keine Ahnung, wie man sowas wirklich macht. Ich habe zwar schon Bücher gebunden in der Studiumszeit und auch Bücher geklebt und so, aber ich habe noch nie so ein Ringbuch gebastelt und da hatte ich wirklich sehr viel Spaß dran. Als allererstes zeige ich euch mal mein Goodie auf dem Tisch, was wir immer ja bekommen. Da hat sie hier so einen schönen Tag gemacht mit einer Klammer und da war halt ja so ein Tassenkuchen drin, den habe ich noch nicht verwendet. Den werde ich jetzt aber demnächst mal aufbrauchen. Ich wollte ihn für dieses Video wenigstens noch einmal hier zeigen, weil die Tüte einfach ohne langweilig aussieht. Und ja, ist eine schöne Sache. Sowas ist super schnell gemacht und schnell verschenkt. Also ich finde immer diese Goodie-Ideen sehr, sehr schön und deswegen zeige ich sie euch auch in dem Video, weil sie ihr vielleicht dann auch auf Ideen kommt, ja, was ihr vielleicht da noch basteln könnt, wenn ihr einfach nur so ein kleines Goodie braucht. Wir haben ein Rezeptebuch gebastelt. Ich hoffe, das Licht ist jetzt okay. Ich habe versucht, es mit der Gardine ein bisschen abzudunkeln, weil jetzt die Sonne hier so krass reinscheint und in der anderen Ecke des Zimmers habe ich einfach zu viel Dunkelheit. Also entschuldigt bitte das mit dem Licht. Es ist unterm Schrägdach wirklich schwierig, da das richtige Licht einzufangen. Aber ich glaube, das stört euch eigentlich gar nicht, solange ihr noch was sehen könnt. Wir haben dieses Rezeptebuch gebastelt. Wir haben einmal dieses Papier verwendet. Das ist dieses Obst- und Gartenpapier. Wenn ihr Interesse habt an verschiedenen Papieren, Stempeln, Zubehörsachen von Stampin' Up. Ich bin keine Demonstratorin, das ist Alexandra. Ich verlinke euch ihren Kanal und ihre Seite nochmal in der Infobox, die ihr immer unter meinen Craft-Updates mit Papier findet oder mit meinen Hauls von Stampin' Up, weil über sie bekommt ihr Sachen oder könnt auch Sachen in Erfahrung bringen. Wenn ihr noch genauere Sachen wissen wollt, woraus ich was gebastelt habe oder aus dem aktuellen Katalog, welches Stempelset was ist, dann kann ich euch das gerne unten in der Infobox verlinken. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann hole ich das nach. Ja, also wir haben auf jeden Fall einmal ein Rezeptebuch gebastelt und ich wollte unbedingt was für meine Rezepte haben. Ich habe noch nichts da drin stehen, weil wir eigentlich noch
Inlays bekommen sollten, die wir noch nicht bekommen haben. Die liebe Alexandra hängt bei ihren Videos leider auch noch ein bisschen zurück. Aber demnächst werde ich das auf jeden Fall machen, dass ich mir meine ersten Rezepte hier reinschreibe. Wir haben mit der Big Shot, die ihr sehen könnt, hier so ein paar Elemente ausgestanzt. Und das Rezepte zum Beispiel. Und das haben wir dreimal oder zweimal, ich glaube zweimal, bin mir jetzt gerade nicht sicher, es kann auch dreimal sein, haben wir das ausgestanzt und haben es dann mit dem Präzensionskleber übereinander geklebt, damit es etwas dicker wirkt. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich in der Kamera sehen könnt, aber ansonsten ist es sehr dünn und fidgelig und ja. Wir haben also erstmal Graupappe genommen und dann das Papier zurechtgeschnitten, haben es dann aufgeklebt und dieses ganze, ja, ich sag mal Ringbuch gestaltet mit Falzen und allem drin und dran. Ihr seht, hier sind auch mal ein paar kleine Patzer passiert, aber das finde ich in Ordnung. Das macht es gerade so, ja, handmade. Hier ist auch das Papier noch ein bisschen wellig an der Stelle. Das merke ich halt, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, aber ich finde es in Ordnung. Dann haben wir hier eine Seite, wo wir noch was reingeklebt haben. Das haben wir einfach mit Stempeln so ein bisschen gemacht und ja, es war einfach so ein bisschen noch Deko drin, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Dann haben wir ein paar Innereien, sag ich mal, gebastelt. Erstmal nur so als Trenner. Ja, dieses Vorrichtung haben wir in die Pappe halt eingestanzt und reingedrückt. Also da seht ihr hier auch, das war gar nicht so einfach. Ich habe hier auch noch so ein paar Patzer vom Pressen. Ich glaube, Crocodile war das. Aber das finde ich in Ordnung. Das stört mich gar nicht. Und ja, es war gar nicht so einfach, dieses Ringbuch da reinzubekommen in diese Pappe. Aber ich fand das schön, weil es mal eine Herausforderung war, mal was ganz anderes als nur Karten oder Verpackung. Ja, hier seht ihr die einfachen Inlays, die wir aus Savanne gebastelt haben. Da steht jetzt schon drauf Desserts, Snacks, Backen und Kochen. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Sachen noch einheften. Ich werde auch vielleicht noch ein paar mehr Inlays basteln. Vielleicht bastel ich auch noch bunte Inlays, das weiß ich einfach noch nicht. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie meine Rezepte da reinkommen. Wenn ich das gemacht habe und ich vielleicht das dann voll ist und ich euch das zeigen kann, werde ich euch das vielleicht nochmal abfilmen. Ja, dann haben wir eine Titelseite gestaltet, mit den Stempeln hausgemacht und mit Liebe für dich. Fand ich sehr, sehr schön. Ich mag diese Stempelset sehr, sehr gern. Das werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Das steht auf meiner Wunschliste. Ja, und so sieht das halt aus. Das ist das Rezeptebuch. Daran haben wir, ich glaube, so 3 Stunden gebastelt. Natürlich mit Kaffee und Kuchen und bisschen schnacken und quatschen. Und das macht einfach immer sehr, sehr, sehr viel Spaß mit ihr. Ja, das war das Projekt an einem Workshop Samstag. Und dann waren wir im, ich denke mal, das war der März oder April, Anfang April, waren wir bei ihr und haben, ja, das war das Goodie. Da haben wir wieder Karten gebastelt. Hier ist noch ein Hanuta drin. Die meisten Süßigkeiten habe ich eigentlich schon rausgenommen. Außer jetzt den Tassenkuchen. Aber das Hanuta habe ich auch drin vergessen. So sieht das halt aus. Ich finde das auch wunderschön gemacht. Sehr, sehr schnell und klein. Super schönes Geschenk. Wir haben dann einmal diese Karte gebastelt, die ich auch sehr, sehr hübsch finde. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich euch im letzten Craft-Update gezeigt habe. Sollte was doppelt dabei sein, dann tut es mir wahnsinnig leid, aber das kann ich dann nicht mehr ändern. Das ist einfach zu lange her. Ich liebe dieses Stempelset. Das fand ich sehr, sehr hübsch, weil es diesen Watercolor-Effekt hat, dieses Übereinanderstempeln. Und ich liebe diese Textstempel. Die sind auch noch auf meiner Liste, die will ich unbedingt haben, weil ich diesen Spruch, ich habe gehört, du hast Geburtstag, einfach wunderschön finde. Ist nicht so langweilig wie Happy Birthday oder alles Gute zum Geburtstag. Ich finde, das sagt man so oft und ich mag es einfach, wenn es mal anders klingt. Diese Karte ist so zum Aufklappen, da ist dieser Schmetterling drin, der so hochkommt. Ich liebe das, finde ich wunderschön, diese Pop-Art-Sachen, die so ein bisschen ja, extravaganter sind. Und ja, die hat mir sehr viel Spaß gemacht zu basteln. Dann haben wir einmal diese Karte hier gebastelt mit dem Schmetterling vorne. Den kann man so hochdrücken und dann kann man die Karte öffnen. Damit ist die Karte also verschlossen. Eine sehr, sehr schöne Sache. Ich liebe diese, wie gesagt, diese Extras, diese Gimmicks. Und das haben wir mit dem, ja, meinem Lieblingsstempelset gestempelt. Das ist mit den Schmetterlingsgruß. Das ist auch einer meiner ersten Stempel, die ich mir sofort bestellt hatte. Und ja, ich liebe das. Finde ich auch wunderschön. Meine absolute Lieblingskarte aus diesem Abend war diese hier. Die habe ich jetzt auch, wie ihr am Ende des Videos sehen werdet, ganz viel nachgemacht, weil ich einfach den Stil toll finde und dass sie so schlicht ist und mit diesen Schmetterlingen. Ja, ich liebe sie und ich mache sie gerade sehr viel nach, weil ich sie einfach wunderschön und passend zu jedem Anlass finde. Und deswegen, ja, die ist einfach nur aus Flüsterweiß. Dann mit dem, mit diesen
Na, wie heißen sie? Die Timeless Textures Stempel und dann auch nochmal mit diesem selben Stempelset wie dieses mit den Schmetterlingen, halt den Schmetterling drunter gesetzt und halt mit einem Transparenten nochmal drüber gesetzt. Ja, die finde ich auch echt, wie gesagt, das ist meine absolute Lieblingskarte. Ich liebe sie. Dann gab es noch das Tütchen dazu, wo immer das Material drin ist und es ist auch immer sehr liebevoll von Alexandra gestaltet. Ja, das war Ende März rum, wo wir das ungefähr gemacht haben. Und ich bekam von der lieben Christine noch eine selbstgemachte Karte zu Ostern. So sieht sie aus. Die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Die ist wunderschön und sie hat ganz tolle Schrift und ganz tollen Text geschrieben. Und ja, die liebe ich sehr. So, dann wurde es etwas waldig bei uns. Das war, glaube ich, so jetzt im Juni. Das ist noch nicht so lange her, dass wir es gemacht haben. Da, ja, Ende Mai, Juni. Das ist hier dieses Stempelset mit der Biene und so. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Da war alles drin am Material. Wir haben diese kleine Box gebastelt. Und ihr seht, mir ist beim Falten die auch nicht ganz so akkurat gelungen. Deswegen lässt sie sich leider nicht komplett schließen. Sie ist so eine Art Diamantbox. Und ja, kann sie halt öffnen, was reintun. Und ich finde sie echt süß. Wir haben das Papier selbst bestempelt. Und das ist momentan etwas, was ich auch sehr, sehr mag. Und ja, öfters jetzt mal nachgemacht habe. Und zwar, dass ich mir mein eigenes Designpapier mit den Stempeln erschaffen habe. Was wirklich sehr, sehr schön ist. Ja, die Box ist wirklich sehr, sehr süß. Dann gab es wieder ein Goodie. Hier waren Mauarm drin, die sind natürlich nicht mehr drin. In dieser Mini-Box, die finde ich auch super, super süß. Die ist ähnlich wie diese Donut-Box, die ich euch mal gezeigt habe. Ich denke mal, die werde ich auch nochmal nachbasteln. Die geht super schnell und ist einfach sehr, sehr hübsch und eignet sich sehr gut zum Sachen verschenken. Dann gab es zum neuen Katalog noch ein kleines Goodie von Alexandra. Das hat sie hier gebastelt. Finde ich auch sehr, sehr niedlich. Ich liebe diesen Stempel, wie gesagt. Den finde ich super, super schön. Ja, da gab es noch so Kärtchen dazu, weil sie schenkt immer bei Bestellungen oder auch bei dem Katalog immer was dazu. Und das finde ich super schön. Die Idee ist wirklich niedlich. Dann haben wir diese Karte hier gemacht mit diesem Zinnlet, das wir halt in der Big Chart ausgestanzt haben. Hier ist eine einfache Karte drin, die oben bestempelt ist und dann einfach nur reingeschoben wird. Wir haben das hier mit draufgeklebt, wie gesagt, mit der Big Chart einmal ausgestanzt. Und die Idee finde ich auch richtig, richtig schön. Man muss ein bisschen tricky das wieder reinschieben, damit es nicht hakt und dass man es nicht kaputt reißt. Aber ich finde sie wirklich sehr, sehr schön, sehr einfach und trotzdem sehr aussagend. Dann haben wir diese Karte gebastelt und haben das neue Stempel- und Stanzset benutzt mit dem Fuchs. Absolute Liebe. Dieser Fuchs gehört auch mit auf meiner Lieblingsliste. Man kann so vielseitig damit Tiere machen und ganz viele andere Sachen. Das ist eine super schöne Herbstsache auch. Und ich blende es euch hier gleich nochmal ein, nachdem ich euch die Karten hier gezeigt habe. Ich habe ja meinem Lütten, kleinen Lieblingsfreund, den Sohn meiner Freundin, habe ich eine Karte zu Geburtstag geschenkt, weil er Waschbären liebt. Und die habe ich euch jetzt hier und blende ich euch hier nochmal ein. Und ja, die hat er unglaublich geliebt und er fand sie super, super schön. Und ja, die ist mir auch sehr gut gelungen, wie ich finde. Ich mag sie sehr. Also, da habe ich einen Grund von dieser Grundkarte so ein bisschen gestaltet. Und ja, ich finde diese Tiere wirklich super schön und es eignet sich wirklich für vielerlei Dinge. Denn zum Beispiel haben wir aus diesem kleinen Fuchs oder kleinen Waschbären oder kleinen Ottern oder was auch immer ihr daraus machen könnt, so kleine Lesezeichen gemacht. Und das finde ich auch eine super, super schöne Idee, indem man die einfach, ihr könnt die entweder vorne oder zum Hinten, ich habe den zum Hinten klappen gemacht und dann werden die einfach hier rangehängt und dann ist es im Buch drin und ihr habt ein Lesezeichen und das ist auch eine super schöne Idee, die man halt auch verschenken kann oder Kindern schenken kann, so kleine Lesezeichen zu machen mit den Tieren. Ja, super schöne Sache, ja, war ein super schöner Abend und ich liebe die Sachen auf jeden Fall. Und hier zeige ich euch jetzt nochmal die Karte, die ich gebastelt habe für meinen kleinen Freund. Und zwar ist er 5 Jahre alt geworden und er liebt Waschbären über alles und bekommt von mir immer irgendwas mit Waschbären. Und dieses Jahr war es eine Geburtstagskarte, eine selbstgebastelte. Und ich habe halt den Waschbären bei Alex mit der Stanze schon gestaltet gehabt, weil ich die Stanze noch nicht besitze. Und aus dem Grund habe ich dann die Karte noch nachträglich so gestaltet und habe ihm dann den Waschbär vorne drauf gesetzt. Und ich finde sie sehr, sehr schön geworden. Im letzten Monat haben wir wieder nur eine Verpackung gemacht. Ich zeige euch erstmal das kleine Goodie. Das war dieses hier. Ich liebe auch momentan, ich sage jetzt momentan ganz viel, ich liebe, aber es ist wirklich Liebe. Ich mag es einfach sehr und man kann so viel draus machen. Diese mit Wappen, die haben wir jetzt auch gerade aktuell, gerade gestern gebastelt. Und das ist wunderschön.
Ich mag das so schlicht und einfach und klein und ich liebe diese neuen Stanzen wirklich sehr mit diesen Tags. Darauf stehe ich total. Das fand ich schon früher sehr, sehr schön. Liebe das, dass es endlich sowas ist. Und ich hatte Glück, ich habe das Zitronenbrausenpulver gekriegt in dem Goodie Bag. Wirklich klasse. Wir haben diese Box gebastelt. Das ist wieder eine Überraschungsbox. Ihr kennt die vielleicht noch von meinen anderen Craft Update, da habe ich auch schon vor ein paar Monaten und ich glaube letztes Jahr, es ist wirklich schon ein Jahr her, haben wir diese Überraschungsbox gebastelt. Wir haben jetzt wieder eine gebastelt mit den neuen Farben. Ich finde ja diese neuen Farben wirklich wunderschön. Dieses Pflaumenton finde ich echt, das ist wunderschön. Und wir haben hier halt auch wieder unser eigenes Designerpapier mit diesem Stempelset erstellt, was ich total klasse finde. Und man kann sie öffnen. Wer mir auf Snapchat folgt, hat es schon gesehen. Und auch auf Instagram habe ich es gepostet. Also wenn ihr fleißig mich stalkt, ihr könnt mir ja mal irgendwie ein Emoji da lassen in den Kommentaren. Sagen wir mal so, hinterlasst mir mal ein Zitronen-Emoji, wenn ihr mir auf Snapchat oder auf Instagram oder auf irgendeiner anderen Plattform folgt, dann würde mich das mal sehr interessieren, wie viel von euch eigentlich mich stalken. Die öffnet man dann und dann drin ist dann noch eine Box. Wir haben mit diesem Stempelset dann hier noch das gestaltet, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und die Box ist fest hier in der Mitte. Die kann man dann hier nochmal öffnen. Und dann fällt auch das eigentlich runter. Im Moment ist es alles ein bisschen sehr fest. Und dann ist in der Mitte eine kleine Torte, die wir gebastelt haben, wo man eine Kerze reinstecken kann. Und dann ist es sozusagen ein Geschenk zur Hochzeit. Dann könnte man jetzt Geld reinstecken in die ganzen Fächer, die man hier gebastelt hat. Oder kleine Kärtchen oder kleinen Gruß oder so. Ich finde es eine super Sache zur Hochzeit. Das ist wirklich super schön, klein, hübsch anzusehen. Und ja, man könnte die Torte auch noch höher gestalten, so dreistöckig, wenn man das möchte. Aber ich finde sie so auch wunderschön. Und ja, eine wunderschöne Sache, die auf jeden Fall man mal gebastelt haben soll, so eine Überraschungsbox. Und nun kommen wir zum gestrigen Bastelabend. Und zwar ganz aktuell war ich gestern auch wieder zum Basteln und wir haben diesmal das Thema gehabt, maritim und etwas männlichere Karten, weil es doch schwierig ist, eine Karte zu basteln, die auch Männern gefällt, die nicht ultra kitschig ist und die trotzdem irgendwo verschenkbar ist. Und wir haben halt verschiedene Sachen ausprobiert und haben es alles ein bisschen maritimer gestaltet. Dann hatten wir noch, als erstes zeige ich euch die Goodies, einmal diese Briefumschlagbox. Da war eine Rittersport drin. Die habe ich schon gestern Abend verputzt. Und in diesem kleinen Chirpen-Ding hier mit dem Schmetterling und der Blume haben wir auch einen kleinen, diese Würfel gehabt von dem Rittersport. Den habe ich auch schon verputzt. Und dann hatten wir noch dieses Goodie Bag, was ich auch sehr schön finde. Hier sind hier wieder die Wappen zum Einsatz gekommen. Und ich finde auch diese Stempelset wirklich ganz cool. Und ja, da haben wir auch noch was drin gehabt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Gummibärchen waren drin. Ja. Dann zeige ich euch noch das andere Goodie Bag, weil das auch super schnell und einfach ist. Es ist einfach nur mit dieser Stanze vorne abgerundet und dann einmal überschlagen und zugeklebt. Da ist, glaube ich, diese Frittbonbon drin. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr schön mit diesem maritimen und fischigen, ja, ich sag mal, Goldfischglas sieht so ein bisschen aus. Ich finde das wirklich schön. Also das gefällt mir auch sehr gut. Man sieht es leider in der Kamera nicht, aber der Fisch glitzert. Der ist nämlich mit dem Wink of Stella bearbeitet. Und leider kann man das hier nicht sehen, oder? Vielleicht könnt ihr es ein bisschen erahnen, wenn ich es jetzt so dicht dran halte. Seht ihr es vielleicht ein bisschen, dass hier und auch der Fisch selber so einen Schimmer hat. Ja, dann haben wir diese Karte gebastelt. Ich kam etwas später, weil ich noch arbeiten musste, also habe ich diese nachgebastelt. Aber die ist ja so einfach, dass sie sehr schnell ging. Allerdings sehe ich gerade, ich bin auch ein bisschen schief geworden, aber ist nicht so schlimm. Wir haben erstmal mit dem Stempel mit den Hüten wieder einen Hintergrund gestempelt. Dann haben wir das Auto gestempelt und halt dann noch so einen Spruch draufgesetzt. Sehr, sehr schön, die geht nach oben hin auf. Ist etwas, was man wirklich dann den Herren schenken kann, was nicht ganz so kitschig ist. Dann meine Lieblingskarte aus diesem Abend ist diese hier. Dieses maritime Thema mit dem Marineblau. Ich finde die Farbe wunderschön, die ist klasse. Und wir haben mit dem Stempelset, mit diesem Leuchtturm und dem Steuerrad gearbeitet. Das Steuerrad noch vorsichtig ausgeschnitten und haben auf diese Transparentfolie dann noch den Stempel gesetzt und das nach hinten in den Hintergrund mit Washi-Tape festgeklebt und noch so einen Seemannsknoten gemacht mit diesem hübschen Band. Also das Band ist wirklich schön. Ich bin sehr, sehr traurig, dass das aus dem Sortiment gegangen ist, weil das hätte ich jetzt mir sonst noch mal bestellt. Aber das, manchmal ist das so. Wir haben jetzt noch ein paar Reste verwertet, die nicht mehr im neuen Katalog sind und das muss ja auch mal sein. Die kann man so öffnen und ich finde sie wirklich meine absolute Lieblingskarte von gestern. Die hat richtig viel Spaß gemacht.
Dann haben wir die gebastelt, die finde ich auch klasse. Da haben wir diesen Streifeneffekt gebastelt, die geht auch wieder nach oben auf. Und zwar haben wir Streifen zurechtgeschnitten und dann draufgeklebt, haben dann dieses Wappen noch gestaltet und haben nochmal einen Spruch aufgesetzt, der bei mir leider ein bisschen verschwommen ist, aber das war halt gestern sehr warm und es ist immer schwierig, mit den Stempelkissen dann sauber zu arbeiten. Die liebe ich auch sehr. Das war das maritime Thema vom gestrigen Abend. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Das war das, was wir in den letzten Monaten so gebastelt haben. Und das Video ist wirklich lang geworden. Ja, ich zeige euch jetzt gleich nochmal das, was ich gebastelt habe. Vielleicht zeige ich euch das auch nochmal in einem extra Video. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist gerade sehr lang und ich sehr viel gequatscht. Ich mache es doch in zwei Videos. Das werde ich mir überlegen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mögt, hinterlasst mir gerne nochmal eure Wünsche, was ihr aktuell gerne sehen wollen würdet. Und dann sage ich euch Tschüss und genießt das gute Wetter. Bis dann. Tschüss.